Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten. Und ich dachte, wir machen mal wieder ein Garten-Update. Das haben wir irgendwie die letzten zwei Monate versäumt, aber es ist da auch nicht so viel passiert. Und jetzt langsam sprießt es. Man kann es kaum glauben, aber gerade hat die Sonne noch geschienen. Und ich dachte, ach, ich setze meine Sonnenbrille auf. Und jetzt ist es am Hageln, aber wir sind ja nicht aus Zucker. Hier ganz kurz starten wir mit dem Eingang, wie sich das entwickelt hat. Hier ist unser Korb mit dem Hasen. Die Osterglocken, die springen langsam raus. Also da erfreue ich mich wirklich dran. Die Hyazinthen, die kommen ganz klasse. Auch wenn die einige Nachtfröste und Schnee bekommen haben, ist da eigentlich nicht viel passiert, weil die geschützt stehen. Und dann schwenken wir noch mal einmal zu diesen Kübeln. Hier ist noch nicht viel passiert, also sie sind etwas grüner geworden, die Osterglocken. Die Perlhyazinthen blühen schon ziemlich lange, aber sehen auch richtig klasse aus. Und die blauen Perlhyazinthen haben sich auch super entwickelt, trotz diesen Temperaturen. Und hier stehe ich gerade vor einer riesengroßen Kamelie. Und die steht wirklich gerade kurz vorm Blühen. Und diese ist so ein bisschen rosa-pink. Ich hoffe, dass das klappt und dass sie langsam anfängt zu blühen. Hier ist auf jeden Fall schon die erste Blüte, die hier auf ist. Und ja, ich hoffe, dass es etwas wärmer ist, nicht, dass die Blüten alle erfrieren. Ja, dann gehen wir einmal zu diesem Beet hier auf der linken Seite. Da haben wir ganz viele Blumenzwiebeln eingepflanzt, weil mein Bruder hatte eine Siebmaschine. Vor zwei Jahren haben wir die alle dazwischen gesetzt mit immergrün Stauden und Pflanzen. Und genau, ihr seht wirklich, ich weiß gar nicht, was alles kommt. Hier haben wir ein bisschen Schneeglöckchen. Hier kommen jetzt Osterglocken. Es ist alles ziemlich wild durcheinander. Ein paar Winterlinge sind da bei und da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Hier habe ich einmal eine Segge. Das ist ein immergrünes Gras. Also die brauche ich nicht runterzuschneiden. Die haben sich eigentlich auch sehr gut entwickelt. Hier haben wir die Elfenblume. Die blüht im Frühjahr auch gelb. Die sind auch richtig, richtig toll gekommen. Dann habe ich noch ein paar Farnsorten. Also wir sind richtig happy, dass wir so ein grünes Beet haben um diese Jahreszeit. Weil hier sieht es alles ein bisschen trockener und grauer aus. Außer natürlich diese Kamelie, die wird auch weiß blühen. Da freuen wir uns auch drauf. Also das sind alles Schätzchen, die hier schon gestanden haben. Und mein Bruder hat die dann beschnitten. Genau, hier haben wir den heiligen Bambus. Das ist ein Bambus, der ist immer grün. Bambus ist ja immer, immer grün. Aber der ist wirklich, der hat sich ganz, ganz toll entwickelt und eignet sich auch super als Kübelpflanze für auf der Terrasse. Ja, hier haben wir die Magnolie und ihr seht, es sind drei unterschiedliche Stämme, weil es drei unterschiedliche Magnolien sind. Und ich hoffe, dass wir beim nächsten Garten-Update diese hier am Blühen haben, sprich im April. Meistens blühen die ja schon im März, aber ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ja, dann ziehen wir noch eben weiter, damit ihr einfach seht, this is real life. Also hier habe ich zwar schon ein paar Sträucher zurückgeschnitten, aber es ist wirklich noch nicht viel passiert. Wir haben das hier ein bisschen abgedeckt mit Rindenmulch. Das zersetzt sich jetzt so ein bisschen und ja, hier schauen wir einfach, wie es sich entwickelt. Hier ist der Kornus, der hat ein bisschen gelitten durch den Schnee, also der sollte eigentlich auch immer grün sein. Der ist jetzt so rötlich im Herbst verfärbt und wir schauen einfach, wie es sich entwickelt. Hier haben wir auf jeden Fall auch eine Azalee, die ist auch schon wieder richtig schön beim Austreiben. Ja, und wie gesagt, es dauert wahrscheinlich noch ein paar Wochen. Und dann blüht etwas mehr hier. Ja, natürlich wieder viele Zwiebelgewächse eingepflanzt, egal ob Tulpen, Krokusse, Winterlinge und ein paar immergrüne Sträucher. Da, wenn wir rausgucken aus dem Fenster, das ist dann, das ist zum Beispiel eine Buntnispel. Die sieht jetzt nicht so mega geil aus, aber ich hoffe, die entwickelt sich ein bisschen gut. Dann haben wir Heucherer, das ist eigentlich auch etwas Bleibendes. Dann haben wir hier eine Skimmie, damit, wenn wir rausgucken aus dem Fenster, nicht alles nackig ist, weil das hatten wir nämlich letztes Jahr. Genau, und dann ziehen wir noch mal einmal weiter, damit wir, also ich glaube, ihr seid tatsächlich schon weiter in den Beeten wie wir, weil wir sind noch gar nicht drin gewesen. Also hier sind sehr viele Stauden.
die wir noch beschneiden müssen. Ihr seht, hier kommt auch schon wieder, ich weiß gar nicht, was das war. War das eine Anemone? Nee. Ah, Küchenschelle, genau. Also die muss ich auf jeden Fall auch noch zurückschneiden. Ihr seht, ich weiß auch gar nicht, was hier alles genau ist. Der Rückschnitt der Bäume, das hat tatsächlich mein Bruder schon gemacht. Der hat schon einiges zurückgeschnitten. Sprich, ich zeige euch nachher mal die Zierkirsche. Genau, da sind die bei gewesen, bei den Apfel- und Birnenbäumen. Ja, hier seht ihr, so sieht dann so eine tolle Schale aus, die da komplett bepflanzt ist mit Tulpen. Ich bin ganz gespannt, wie die kommen, weil das sind alte Tulpen vom letzten Jahr gewesen. Die hatte ich rausgepflanzt und habe sie jetzt wieder eingepflanzt. Und das war eine winterliche Bepflanzung. Jetzt langsam kommen die Krokusse und die Anemonen. Dann nehme ich aber auch immer das Moos so ein bisschen weg, damit sich das entwickeln kann. Und das schockt schon irgendwie, dass hier und da immer schon ein bisschen was passiert. Auch wenn es nicht viel ist, aber so ein bisschen. Genau, und hier, ihr seht, ich hoffe, Sonntag ist gutes Wetter. Da können wir hier richtig ran und die ersten Stauden schon so ein bisschen zurückschneiden. Hier nochmal einmal die Entwicklung unserer Kübel. Hier ist auch ein bisschen Weihnachtsdeko, die hängt hier auch noch. Aber auch da habe ich das Moos runtergenommen, damit sich die Tulpen richtig schön entfalten können. Ich finde, dieser Kübel, den hatte ich im Herbst bepflanzt. Es hat sich auch sehr, sehr schön entwickelt. Nur der Farn ist nicht gekommen, aber das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und hier zeige ich es euch einmal. Hier ist zum Beispiel eine Zierkirsche. Die hat mein Bruder jetzt vor ein paar Wochen schon beschnitten, sonst wird er einfach zu hoch. Und dieses Beet auch. Also da müsste eigentlich so ein bisschen Allium rauskommen, Salbei und Katzenminze. Und so sieht es halt aus. Aber ihr seht, die Katzenminze kommt. Und ich brauche das auch gar nicht mal abzuschneiden. Ich kann es auch abbrechen. Und wir haben das einfach noch nicht gemacht mit den Stauden, wegen den Nachtfrösten, damit sie einfach etwas geschützt sind. Dafür haben wir jetzt die nächsten Wochen natürlich viel zu tun. Erst recht auch mit diesem Staudenbeet. Aber wenn so eine Kuh einem anlacht oder wenn die ersten Märzenbecher kommen, auch wenn die einen leichten Frost gekriegt haben, ne, oder die ersten Skillers, dann ist das doch wirklich schön. Und dieses hier, wir haben es alles dran gelassen, einfach damit die Insekten und die Vögelchen sich noch ein bisschen Saatgut nehmen konnten. Und das kann ich einfach abbrechen. Und Martin, ich glaube, wir haben viel zu tun, wenn das Wetter besser ist. Ich hoffe, euch hat das kleine Garten-Update gefallen und ihr seid wieder dabei dieses Jahr, April, Mai, Juni, Juli, wie sich einfach der Garten entwickelt. Wir haben wieder ein paar Projekte am Start und ich wünsche euch allen eine wunderschöne restliche Woche und bis Sonntag. Ciao! Your tongue somewhere, don't know what to say. Stop and run around, oh, you act like a kid. I am not your mama, just admit what you did. I got enough to do, then hang around and wait for you to grow up and be responsible. Aber bevor ich im Garten gehe, muss es erstmal wieder ein bisschen wärmer werden.
Ja, wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt gerne hier unten. Und wer noch kein Abo hat, unsere Entwicklung unseres Gartens sehen möchte, tolle Do-it-yourself mit Blumen und Pflanzen, ist herzlich willkommen beim Channel. Klickt einfach hier oben auf Abonnieren.